Die Opel-Fans spielen mit dem obligaten Feuer und mit gelbem Rauch. Nichts Böses ahnend, was später passieren sollte. Start. Auf Platz 3 Stefano Modena. Der neue Alpha-Star mit Formel 1 Vergangenheit. Beginn einer Katastrophe, Tempo 260 beim Bremsen berührt Chris Nissen Louis Krages, der mit vollem Speed im Fangzaun landet. Krages entkommt dem flammenden Inferno, als Feuerwehr sind Streckenposten schnell zur Stelle. Das Kabel am Funkgerät fesselt den Fahrer. Schon ist der Rennarzt da, zur Ordination an der Strecke. Also mir geht's allerbestens. Mir ist es eigentlich nie schlecht gegangen, bis auf das bisschen Verbrennung im Gesicht. Wir haben bewiesen, dass der Opel ein sehr sicheres Auto ist, haben das allerdings nicht mit Absicht gemacht. Es war ein normaler Rennunfall, wie er in der ersten Runde passieren kann. Muss ja nicht gleich mit solcher Geschwindigkeit sein, wenn schon sowas passiert. Aber ich bin gut aus dem Auto rausgekommen und stehe hier unversehrt.